Willkommen im Nählexikon. Heute zeige ich euch, wie man eine Paspel herstellt. Ich zeige euch mal, wie das Teil fertig aussieht. Das habe ich vor einiger Zeit genäht. Das ist ein Jersey-Paspel. Das wollte ich unbedingt für eine Jeansjacke haben, wo ich dann nichts Passendes gefunden habe. Und habe gedacht, naja, das können wir doch selber machen. Und deswegen ist es so entstanden. Ich zeige euch das einmal in Webware und ich zeige es euch einmal in Jersey. Wichtig bei der Webware-Paspel ist, dass man die im schrägen Fadenlauf zuschneidet, also 45 Grad zum Fadenlauf, damit sich die Paspel, wenn man die so ein bisschen wellig machen möchte, auch vernünftig dreht. Ich zeige euch hier mal, das ist schon schräg zugeschnitten, wie das ist, wenn man das in schrägen Zustand hat. Also ihr seht, dass sich das hier auch so ein bisschen biegt, aber das wisst ihr sicherlich auch von Sachen, die ihr näht. Wenn ihr einen geraden Fadenlauf habt, dann in Webware dreht er sich oder formt sich das Teil nicht so schön. Und hier ist es im geraden Fadenlauf. Ihr seht, das bewegt sich so gar nicht. Dann können wir zur Tat schreiten. Den Stoff habe ich euch eben schon gezeigt in meinem Muster. Ach, was ich vergessen habe, ist einfach hier dieses Gummiband, was ich jetzt hier für die Paspel benutze. Ihr könnt ein Gummiband nehmen, ihr könnt aber auch einfach ein Stückchen Kordel nehmen. Wobei ich würde immer darauf achten, dass man dieses Teil, was man rein in die Paspel reinmacht, dass man das auch mit waschen kann. Wenn man jetzt eine feste Kordel nimmt, dann kann das hinterher unschön werden. Ich habe es aber auch schon mit Wolle gemacht. Also da ist der Freiheit oder der Fantasie keine Grenze gesetzt. So, ich habe jetzt mein Patchwork-Lineal hier hingelegt schon mal. Wir schneiden im 45-Grad-Winkel zu. Das Lineal hat hier verschiedene Skaleneinteilungen. 15, 30, 45, 60 und 90 Grad. Und ich habe natürlich auch noch meine Matte hier liegen. Also von daher gesehen kann man praktisch beides benutzen. Ich will jetzt ein etwas größeres Stückchen Stoff schneiden, damit man einfach auch ein bisschen mehr sehen kann. Dazu nehme ich jetzt meinen Rollschneider. In 45 Grad habe ich das schon angelegt und schneide einfach mal die erste Seite auf. So. Und ich möchte die Paspel jetzt mal 4 cm breit machen, damit ihr überhaupt auch mal seht, dass man ein bisschen Platz haben kann. Ich gehe mal gerade auf die andere Seite. Ups, auf die andere Seite. Jetzt habe ich nicht genug Verstärkung drauf, weil das Stück Stoff ein bisschen groß ist für diese kleine Ecke. So. Jedes Kästchen ist 1 cm, sind 4 cm. Und ich kann am besten von rechts schneiden. Warum auch immer, man hat ja immer so seine Lieblingsseiten. Ja. Extra eine frische Klinge genommen und trotzdem funktioniert es nicht immer. So. Ich hatte im Vorfeld schon mal ein kleines Stückchen geschnitten. Wenn ihr eine lange Paspel braucht, also ich sag mal so 1 Meter oder 2 Meter, macht es nicht Sinn, kleine Stücke zu machen, sondern einfach diese Stücke aneinander zu nähen. Und wenn man das so guckt, müssen die so zusammenpassen. Und dann legt man die, jetzt muss ich gerade selber überlegen, im rechten Winkel aufeinander. Und jetzt stecke ich mal gerade da 2 Stecknadeln rein. Moment. Weil wenn ich die jetzt quer stecke, kann ich das euch besser zeigen. So, ein bisschen, das soll ein bisschen überlappen hier. Ne, wenn ich so mit 1 cm nähe, damit dann hinterher die Ränder auch wieder aufeinander kommen. Ich stecke das jetzt einfach mal. Das kriegt man nach einer Zeit raus, wie genau das sein muss. Und ihr seht, ich habe es jetzt trotzdem nicht richtig gesteckt, aber so, dass das Band hinterher genau aufeinander geht. Ich stecke das jetzt gerade nochmal nach. Wir brauchen das jetzt nicht, aber es ist trotzdem der Vollständigkeit halber schön, wenn man es einmal gesehen hat. Und da haben wir es. Moment. So. Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen? Und man macht das deswegen auch schräg an den Seiten, damit man da nicht so einen dicken Knubbel hat. Wenn ich das hinterher genäht habe mit der Nähmaschine, würde ich hingehen und diese Nähte auseinanderbügeln, damit, wenn ich das zusammenlege, ich nicht hier so einen ganz fetten Knubbel habe. Entschuldigung. Na, wenn ich das auseinanderlege, dann haben wir hier ein schmales Teil
Jetzt muss ich ein bisschen tricksen und hier auch, so dass man da hinterher auch sehr schön drüber nähen kann. Jetzt mache ich es aber so, dass ich einmal, auch ich nähe euch das mal zusammen und dann könnt ihr euch das gleich angucken. Kleinen Augenblick. Ich habe das jetzt mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht und wenn ich das jetzt aufklappe, seht ihr, dass das ziemlich gut aufgegangen ist auch. Jetzt gehe ich hin und bügel das gerade mal auseinander und dann können wir das gleich zusammenstecken. So sieht das Ergebnis dann hinterher aus. Man könnte jetzt hingehen und einfach dieses Teil zusammenlegen und einmal überbügeln, aber das will ich jetzt mal gar nicht machen, sondern ich lege jetzt einfach mal das Gummiband ein und wir klammern das zusammen, damit wir das annähen können. Ich lasse jetzt oben einfach ein großes Stück drin. Für den Fall, dass ihr die Paspel, diese Füllung wieder ausziehen möchtet, lasst ihr am besten richtig ein großes Stück oben raus gucken, damit ihr da gut anfassen könnt. Und es macht es auch hinterher leichter, wenn ihr die Paspel vernäht, wenn da oben ein bisschen von dem Band rausguckt, weil man das einfach ganz schön festhalten kann dann nochmal. So, und bei den Paspelbändern gehe ich tatsächlich auch hin und klammer das einfach, damit man da besser von der Handhabung ist. Das ist mir mit den Stecknadeln in dem Fall echt ein bisschen mühselig. Sollte man nicht glauben, ist aber so. So. Und wir gehen mal über diese Stelle drüber und dann werdet ihr sehen, wie schön man das hinterher abnähen kann, ohne dass das Gekrümpel gibt. So ein kleines Stückchen noch. So. Das machen wir gerade bis zum Ende. Und ich habe jetzt tatsächlich auch kein passendes Nähgarn benutzt, weil ich euch das einfach zeigen möchte, wie man es gut, damit ihr gut sehen könnt, was ich da nähe. Wenn man immer Ton in Ton näht, ist das nicht immer so ganz praktisch. Für die Zuschauer nicht gut ersichtlich. So, ich lasse jetzt hier unten ein kleines Stückchen offen einfach. Und jetzt gehen wir in die Nähmaschine und ich zeige euch, wie man das näht. Man hat ja bei jeder Nähmaschine verschiedene Füßchen und ich bevorzuge ganz ehrlich diesen Reißverschlussfuß dazu, um die Paspel zu nähen, weil, ich hole das gerade mal hier rüber, man den schön hier an der Seite auflegen kann. Dann schiebt man die Ladeln nach links und näht einfach dicht an der Paspel vorbei. Das ist die eine Variante. Aber es gibt auch Paspelfüßchen, die haben hier unten so eine Rille, wo man einfach das Füßchen hier auf die Paspel drauflegen kann und dann schiebt man die Nadel so ein ganz klein bisschen nach rechts in dem Falle und näht dann neben der Paspel her. Ich würde jetzt das erste Stück mal mit dem Reißverschlussfüßchen nähen und das zweite Stück nähe ich einfach mal mit diesem Fuß und dann gucken wir uns mal an, was dann hinterher netter aussieht. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Paspel mit der Overlock-Maschine zu nähen, aber das wollte ich euch heute nicht zeigen. Heute wollte ich euch einfach mal zeigen, wie man das mit der normalen Nähmaschine macht. So, jetzt habe ich das falsche Füßchen angewählt. Das ist das 4D. Da. So, ich war nämlich gerade etwas verwundert, dass ich meine Nadel nicht verschieben konnte. So, jetzt lege ich die Paspel. Oder dieses Paspelband einfach so daneben, legt das Füßchen relativ dicht an die Paspel dran. Ich hoffe, das kann man sehen. So, und stellt den Stich so ein ganz klein bisschen größer, also auf 3. Weil der muss jetzt nicht so ganz viel halten. Und ihr seht, es läuft auch ganz, ne, ganz schön neben der Paspel her. Ich habe die Nadel auf die breiteste Stelle nach links gestellt. Rein theoretisch könnte man noch ein bisschen näher rangehen, aber das geht halt mit dem Reißverschlussfüßchen nicht. Und ich finde, das ist auch nicht so schlimm, weil man kann, man muss ja sowieso da nochmal drüber nähen. Und damit man genau diesen Faden nicht sieht,
ist es auch fast sinnvoll, es so zu nähen. Manchmal ist es so, kleine Sache, große Wirkung. Und wenn das nicht 100% jetzt aufeinander liegt, da hinten an der Seite, ist das auch nicht schlimm. Und ihr seht, der Fuß geht da ganz einfach drüber. So, jetzt mache ich mal den Fuß hoch, lass mal die Nadel drin. Nee, das geht nicht, ich muss mal beides hoch machen. Ich schneide mal gerade den Faden ab. So, dann könnt ihr einmal gucken, wie das aussieht. Das finde ich jetzt schon ein sehr schönes Ergebnis. Und jetzt wechsle ich mal den Fuß und setze mal diesen anderen Fuß ein, diesen Paspelfuß. Und dann gucken wir uns mal an, wie das damit aussieht. So, das ist jetzt der 12C. Ich will hier keine Werbung machen für Bernina oder Bernina Füßchen oder sowas. Aber jede Maschine hat ja so ihre Möglichkeit und von daher gesehen, finde ich, kann man auch ruhig einfach mal alles ausnutzen, was da ist. Und ihr guckt bei eurer Maschine mal, was die euch zu bieten hat und welche Füßchen man dafür bekommen kann. So, jetzt machen wir mal. Nee, das will er jetzt gerade nicht. So. Da müssen wir uns jetzt rantasten, weil den Fuß habe ich ganz neu. Ah, das will er nicht. Er will einen anderen Fuß haben. Ich muss mal gerade Pause machen. So, das mit dem Füßchen hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, weil ich habe es als Pass für Füßchen gekauft und dann finde ich, muss es auch funktionieren. Aber ich habe natürlich auch meinen Fehler gefunden. Ich habe nämlich die Paspel an die falsche Stelle getan. Ich habe die nur hier außen gemacht und dann will es natürlich nicht nähen. Und der Fuß hat hier in der Mitte so ein kleines Loch. Und es ist ganz wichtig, dass die Paspel praktisch direkt über das Loch läuft. So, ich habe jetzt die Paspel da eingestellt, habe die Nadel 2 nach rechts gestellt, damit es nicht mitten auf der Paspel drauf näht, sonst kann man ja die Paspel gar nicht mehr verändern. Und das nähe ich jetzt einfach mal fest. Ich habe einfach noch mal ein Stückchen Stoff geschnitten und das ausprobiert. Und ihr seht, es funktioniert tadellos. Der Vorteil von diesem Füßchen ist halt einfach, dass die Paspel unten drunter liegen bleibt, ohne dass man aufpassen muss, dass sie rechts und links rausrutscht. Und das ist, was ich sehr schön finde. Also so kann man sagen, beide Variationen haben was für sich. Sowohl die Geschichte mit dem Paspelfuß, als auch die mit dem Reißverschlussfuß. Wenn man keinen Paspelfuß hat, nimmt man den Reißverschlussfuß. What else? Also von daher gesehen, alles super. Im Gegensatz zur Webware wird der Jersey einfach im geraden Fadenlauf zugeschnitten, weil der dreht sich ja von alleine. Ne? Der hat genug Zugfestigkeit. Der hätte ein bisschen mehr, wenn man ihn schräg machen würde. Man kann es natürlich auch machen, wenn man sehr viele Kurven nähen möchte mit dieser Paspel. Aber im Normalfall reicht die Paspel einfach gerade geschnitten. Ich habe jetzt hier die Webkante genommen und schneide das einfach mal in 3 cm zu. Wenn man hier lange Stücke braucht, dann bietet es sich auch dabei an, das Ganze in 45 Grad abzuschrägen, damit einfach diese Kanten sehr schön wie bei der Webware-Paspel übereinander gehen. Und das lasse ich jetzt einfach mal weg, weil wir wollen ja jetzt einfach nur mal sehen, wie das funktioniert. Ich gehe jetzt auch hier wieder hin und stecke mir dieses Paspelgummi da rein. Zieh mal oben ein bisschen raus und stecke mir das, klammer mir das eben fest und zeige euch auch noch mal, wie man das an der Nähmaschine vernäht. Es ist natürlich hierbei wichtig, dass man auch da die entsprechende Stecknadel benutzt, beziehungsweise Nähnadel, dass man jetzt bei einem Jersey nicht hingeht und nimmt eine Universalnadel oder eine, weiß ich nicht, Topstitch-Nadel oder was auch immer. Man muss das ausprobieren, wie die Maschine gut näht und wie man das Gewebe am wenigsten beschädigt.
Topstitch könnte sogar tatsächlich funktionieren, glaube ich. Das war ein Tipp, den ich mal gegeben habe. Und ich habe es auch ausprobiert. Weil in meiner Kombimaschine habe ich tatsächlich eine Topstitch-Nadel auf der Seite, wo die Cover-Seite ist. So. Jetzt habe ich das ein bisschen kurz abgeschnitten. Das ist nicht so schlimm. Ich lasse dann unten mein Stückchen offen. So, dann gehen wir an die Maschine. Das hat so einen Spaß gemacht mit dem Paspelfüßchen, das zu nähen. Deswegen nähe ich jetzt einfach diese Jersey-Paspel auch mal mit dem Füßchen, zumindest die erste Hälfte, und tausche dann einfach nochmal auf das Reißverschlussfüßchen. Und dann könnt ihr euch beides nochmal angucken. Der Vorteil von dem Füßchen, von diesem Paspelfüßchen, ist einfach, dass man etwas näher an der Paspel nähen kann, wobei natürlich auch die Gefahr besteht, dass man da ganz gerne mal reinnäht, was hinderlich ist. Ich sage es mal ganz ehrlich so. Also, wir nähen jetzt einfach mal hier ran. So, nach der Hälfte tausche ich die Füßchen. Und ihr habt natürlich mit dem Reißverschlussfüßchen, könnt ihr nicht ganz so dicht an der Paspel nähen, was aber auch nicht schlimm ist. So. Und jetzt mache ich einen Cut. Und tausche nochmal das Füßchen auf das Reißverschlussfüßchen. Und dann könnt ihr im direkten Vergleich sehen, was da passiert ist. So. Mein Maschinchen möchte natürlich dann auch immer wissen, was ich gemacht habe. Deswegen muss ich ihr das jetzt sagen. Ich habe jetzt einen anderen Fuß genommen. Bitte sei so lieb und akzeptiere den. Jetzt stelle ich die Nadel wieder auf minus 5 nach links, weil weiter kann ich nicht nach links rüber gehen. Und setze einfach ein kleines Stückchen dahinter an, weil die Maschine jetzt nochmal vernäht. Dann haben wir sonst einen blöden Übergang. So. Und ihr seht, es rutscht auch ein bisschen weg. Da muss man etwas mehr festhalten, weil der Stoff so flutschig ist. Also beim Jersey, finde ich, lohnt sich fast dieses Paspelfüßchen. Na, ihr seht, es rutscht etwas weg. Aber ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, dass man weiß, welche Möglichkeiten man hat. In dem Fall würde ich jetzt hingehen und das normalerweise stecken. Dann bleibt der Stoff einfach auch an der Stelle und rutscht nicht weg. Oder man muss es einfach, den Stoff einfach anders begleiten. Also mehr festhalten, dass er sich nicht verzieht. So. Letztendlich ist es so, hier ist natürlich jetzt nicht so schön, aber wenn man hinterher darüber näht, also das auf den Stoff feststeckt und näht, ist es letztendlich auch eigentlich egal, ob da schon so eine kleine Beule drin ist oder nicht. Schöner, sauberer ist es, wie ihr seht, hier mit diesem Paspelfuß. Und von daher gesehen, wenn ihr einen habt, ist es toll. Und wenn ihr keinen habt, dann näht ihr es halt mit dem normalen Reißverschlussfuß und geht halt hin und steckt euch das Material ein bisschen mehr fest. Ich habe auch festgestellt, bei diesem Mikrofaser-Jersey, den ich jetzt benutzt habe, habe ich eine Mikrotex-Nadel benutzt. Die funktioniert einfach viel besser mit der... Quatsch, Entschuldigung, ich habe eine Topstitch-Nadel benutzt. Die funktioniert deutlich besser als die Mikrotex, die hat nämlich eben gar nicht genäht. Das wollte meine Maschine nicht. So, ich hoffe, jetzt habe ich nicht zu viel Müll erzählt und es hat euch Spaß gemacht. Ich würde euch in einem anderen Kurs dann einmal zeigen, wie man die Paspel schön an einem Bettbezug oder in einem Kopfkissenbezug oder einem anderen Kissenbezug annäht oder wie man die schön an einen Oberteil annäht, damit man das verschönert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche mir vielleicht, wenn ihr Lust habt, mir ein Like zu geben, gebt mir ein Like oder schreibt einen Kommentar unten drunter. Es freut mich. Habt einen guten Tag. Bis bald mal. Tschüss.